Bruder. Das waren 25 Sekunden. Das waren 25 Sekunden und wir liegen hinten. Das waren 25 Sekunden. Na, das ist ja ein geiler Start. Das ist ja richtig gut. Nee, du, also. Das Jahr 2024 macht bisher Bock. Führig verliert den Ball. Stören nicht energisch dran. Nochmal führe ich nicht ernst genug dran. Ein schöner Ball durch. Der macht's auch eiskalt, ne? Rocco Reitz spielt ihn durch und Hack macht den eiskalt. Schönes Tor aus dem Winkel auch nicht einfach. Nübel trifft da keine Schuld. Das war einfach, ja, im Mittelfeldbereich nicht konsequent genug verteidigt von uns. Und danach eben auch einfach gut gespielt von Gladbach. Gut gespielt, gut abgeschlossen. Du hättest den Ball im Mittelfeld halt schon haben müssen. Du hättest im Mittelfeld schon haben müssen. Hattest ihn ja auch schon. Hättest da nicht verlieren dürfen. Muss da energischer sein. Aber am Ende des Tages, so wie es gefallen ist, war es ein schönes Tor. Ja, 1-0. Nach 25 Sekunden. Wieder zurück auf Nübel. Weckt das Ding aber auch wieder auf gar keinen Player. Ach du heilige Scheiße. Cool, 2-0 Hack. Nee, du läufst super bisher. Ei, 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 ei. Mach den Sonntag dicht. So, Mittelstädt. Nübel, der geht auf gar keinen. Ball kommt Postwenden zurück. Player hat ihn und spielt den Bock stark auch durch. Stenzel rallt nicht, ist auch nicht schnell genug hinterm Rücken. 2-0. Das war ein super geiler Ball vom Player, ne? Die können einfach auch kicken. Und Robin Hack ist eiskalt. 2-0. Zweimal Hack. Boah, geiler Ballgewinn. Gib deinen Ball ab, Mio. Undaf. Oh, nee. Erste dicke Chance. Erste dicke Chance. Außenpfosten. Hoher Ballgewinn. Mio energisch gegen Weigel. Undav hätte auch rechts rüberlegen können. Da war auch einer komplett blank. Aber Keeper hat sich auch schon nach rechts orientiert. Deswegen schließt er ab nach links. Und dann leider Außenpfosten aus 15 Metern oder sowas. Da war mehr drin. Gut, rechts, glaube ich, Wagner mal mitgelaufen. Also, ohne jetzt was gegen Wagnermann, aber dass er da abschließt, macht dann, glaube ich, auch schon Sinn. Aber natürlich hätte das Ding auch gerne aufs Tor kommen können. Gefährlicher Abschluss, aber das hätte auch schon ins 2-1 sein können, sag ich mal so. Endlich mal vorne was abgefangen, viel Platz gehabt, nah vorm Tor. Dann eben leider nur Außenpfosten. Stiller darf diesmal. Kommt nicht über die Mauer hinweg, aber zweiter Ball ist bei uns, Mittelstädt. Flanke rein. Ja, nicht verkehrt. Und auf nein! Oh, Junge. Das war ein überraschend geiler Ball von Mittelstädt. Auch für den Keeper überraschend geil. Der zieht sich brutal lang. Kommt er nicht hin. Und dann Undav, ja, legt halt irgendwie rein. Es war kein Abschluss. Wahrscheinlich war der auch überrascht davon. Was war halt kein Abschluss, sondern legt halt quasi Richtung zweiter Pfosten. Also ich sage mal, in Summe aus den beiden Undav-Chancen, weil die einzigen richtigen Chancen, die wir hatten, in Summe aus den beiden Undav-Chancen sollte schon ein Tor fallen. Das auf jeden Fall. Das erste Außenpfosten ist auch mehr drin aus der nahen Distanz und mit dem Platz, den er hatte. Hier von mir aus ist er ein bisschen überrascht, aber auch da ist ja quasi leeres Tor. Winkel auch ein bisschen undankbar, aber den kannst du schon mal reinlegen, so. Also aus den beiden Undav-Chancen sollte schon ein Tor gefallen sein, eigentlich. Das ist natürlich doof, ne? 2-1 wäre jetzt natürlich das deutlich angenehmere Ergebnis. Und ich höre das nächste die nächsten Pyroskin an. Ein VfB-Fans hörst du so mächtig raus, ne? Hörst du so gut raus. Wieder mal richtig bockstarker Auftritt hier auswärts. Wie gesagt, 5.000, wahrscheinlich ein bisschen mehr am Start auf den Sonntagabend.
Starker Support, auch wenn das Spiel gerade nicht so ganz läuft vom Ergebnis her. Top Support, sehr, sehr geil. Ja, liebe den Junge! Ein Wagnumann, nee, es war Wagnumann! Okay, jetzt habe ich einiges gesehen im Jahr. 14 Tage im neuen Jahr, jetzt habe ich einiges gesehen. Wagnumann mit einem wunderschönen Tor. Kloppt das Ding da einfach rein. Ein Strahl von Wagnumann. Deswegen war ich zuerst gerade bei Lieveling, weil es ist halt immerhin noch ein Stürmer, ne? Das klang plausibler. Undav kriegt den Ball an den Arsch. Ah, Lieveling lebt ab, deswegen. Und dann Wagnumann im 16er, zack, boom, peng, drin. Ja, Junge. Bockstarker Abschluss, Junge. Junge, Wagnumann, woher? Ey, Kerle, weiter so. Weiter so. Geiler Scheiß, 2-1, Anschlusstreffer, so nämlich. Und da sind wir zurück im Spiel. Da haben wir gerade schon deutlich mehr vom Spiel. Wäre aber eben halt auch schön, wenn was Zählbares bei rumkommen würde, so langsam mal. Führe ich. Stiller. Oh, durchgechippt, Undav! Das war wieder so ein absoluter Weltball von Stiller. Diese Chipbälle. Bei dem Tor gegen Augsburg, bei dem Tor beim einen gegen Fürth im Testspiel. Das war die nächste Riesenchance dafür. Absoluter Weltball von Schiller reingechippt auf Undav. Ah, der kommt dann irgendwie so, ist nur so seitlich vom Tor. Kommt da nicht mit hin. Kann den Ball nicht verarbeiten. Ah, das ist schon eine krasse Waffe, ey. Der VfB-Stimmung. Ich muss nochmal sagen, die VfB-Stimmung hier kommt ja so Bombe rüber. Also von dem, was hier am TV rüberkommt, könntest du meinen, wir führen gerade 2-1 und nicht Gladbach. Das ist so stark, Mann. 4 Minuten gibt's oben drauf. Gladbach läuft in den Konter. Manu Kone. Pfosten. Drin. Jetzt ist vorbei. Ja. Schade. Schade. Gut, so ein Tor fällt halt nochmal irgendwann. Wenn du halt aufmachen musst, offensiv bist, dies, das. Ist jetzt kein Tor, was ich jetzt irgendwie groß, worüber ich mich jetzt groß aufregen muss oder so. Passiert jetzt so ein Tor mal. Mache jetzt hier mein Spielfazit dran. 2,11 zu, glaube 0,81 Expected Goals. Also spricht quasi fast die Sprache. Ne? Wäre es ein 2-1 gewesen, wäre es genauso, wie es auch da steht. Ist halt ein 3-1. Ja, hab schon während dem Spiel natürlich schon viel gesagt. Hast dich überrennen lassen. Ist auch nicht so schwer festzustellen, wenn du nach 25 Sekunden, was es waren, mit 1 und hinten liegst. Das 2-0 vor der Halbzeit auch noch von Gladbach, recht schnell. Auch schöne Tore rausgespielt. Du warst halt im Mittelfeld und so nicht griffig genug. Du warst in der ersten Halbzeit bis zur Schlussphase erste Halbzeit nicht griffig genug. Gladbach auch, wie gesagt, schöne Tore rausgespielt. Am Ende des Tages die Dinger schön verwertet, schön rausgespielt. Hättest du den halt schon früher abfangen können und müssen dann in dem Sinn. Hast nicht getan. Undav kann aus 2 Chancen aus der ersten Halbzeit mal in Summe auf jeden Fall einen machen. Darf schon drin sein, einer von den beiden. Und dann geht es vielleicht mit 2-1 in der Halbzeit, ist nicht passiert. Nach der Halbzeit kommst du besser rein, warst die ganze zweite Halbzeit besser als Gladbach. Feld überlegen, mal mindestens mehr Aktionen. Halt auch nicht genug von den Top-Top-Chancen. Ne? Gladbach auch gut zugestellt, gut geblockt immer wieder. Wagt nochmal einen schönen Anschlusstreffer, 2-1. Und auch da läufst halt an, läufst an, aber kommst dich halt nicht zwingend in die Räume, zwingend zu den Szenen, dass noch ein 2-2 fällt. Dann Konter, passiert halt, 91., 92., fällt 3-1 halt noch, ne, ist halt so. Aber ja, wenn es ein bisschen besser läuft, wenn es offensiv ein bisschen besser läuft, mit ein bisschen mehr Glück auch, vielleicht kommt der eine Pass mehr noch durch oder so, dann steht es hier 2-2. Ich glaube, du könntest dich auch nicht, oder wir hätten hier auch verdienten Unentschieden holen können am Ende des Tages. So, ist halt schade, verlieren wir in Gladbach. Was ich auch nochmal über das Spiel gesagt habe, auch immer wieder jetzt hier nochmal sagen muss, Support der Fans war brutal geil, richtig geiler Support. Hier am TV kam es richtig stark rüber. Da kam es eher so rüber, als hätten wir quasi geführt hier auswärts und nicht hinten gelegen. Also, geile Stimmung auf jeden Fall von uns auch auswärtsblockmäßig. Und ja, habe auch schon im Stream gesagt, ich brauche mich jetzt auch nicht ja irgendwie großartig künstlich aufregen oder so, oder sagen, boah, jetzt geht's wieder los und jetzt die Rückrunde wird scheiße und da sind die Europa League oder die Euro, europäischen Träume oder whatever oder Träumereien wieder vorbei und guck mal und so starten wir rein und sowas. Es war ja ein recht ordentliches Spiel, es war kein schlechtes Spiel von uns. Anfangsphase von mir aus, du kannst hier mit ein bisschen mehr Glück, mit ein bisschen mehr
Zielstrebigkeit, wie gesagt, der eine Pass mehr, der vielleicht mal durchkommt, kannst hier 2-2 spielen, kannst, glaube ich, auch kein Gladbacher beschweren, auf die zweite Halbzeit gesehen vor allem auch, dann würden wir auch anders denken, wenn es hier 2-2 ausgeht, statt eben 3-1, aber das ist alles andere als irgendein Nackenschlag oder was auch immer oder irgendwie ein Bruch und nach dem Motto zurück in der Realität oder sowas, ist alles komplett übertrieben. Wir beenden diese Hinrunde mit 34 Punkten, auch das einfach nochmal hervorrufen, ne, also durch so eine Niederlage, wie auch schon damals in der Phase, wo wir dann Hoffenheim verloren haben, Heidenheim verloren haben, da musstest du ja auch schon aufpassen und da schon ein bisschen mahnen, sag ich mal. Sind ja nicht komplett, aber in manchen Kreisen vom VfB-Umfeld schon auch sehr schwingungsmäßig, emotionalmäßig. Das heißt, auch hier wieder nicht irgendwie irgendwas kaputt reden, schlimm reden, schlechter reden, als es ist. Jetzt haben wir in Gladbach verloren, die haben zu Hause eine super Serie, haben es super gemacht auch, die zwei bis zum 2-0 schöne Tore geschossen, haben Qualität, hat auch einen Heimlauf, mit ein bisschen mehr Glück gehst du hier mit 2-2 raus, bist jetzt halt nicht, hast in Gladbach verloren, kein Weltuntergang, wir machen weiter. Dann nächste Woche auswärts Bochum, sehen wir uns auch an der Stelle hier wieder natürlich im Stream dann. Einfach weitermachen, eine Runde gespielt mit 34 Punkten aus 17 Spielen. Gibt keinen Grund, hier dick zu meckern. Auch keinen Grund, hier dick irgendwas hervorzuheben oder hervorheben zu loben heute. Nix Halbes, nix Ganzes heute so ein bisschen. Aber wie gesagt, ich brauche mir keine Ahnung, ich weiß gar nicht warum, aber wahrscheinlich einfach, weil diese Jungs ja so einen Kredit haben. Weil die Jungs so eine Saison spielen bisher, kann ich mich gerade gar nicht künstlich aufregen. Klar bin ich auch nicht happy, dass wir 3-1 verloren haben oder so. Aber, ne, wir spielen jetzt einfach noch eine Serie zu Ende jetzt quasi, wo man jetzt schon gerettet ist so. Eigentlich alles andere, was jetzt kommt, ist Bonus, so ganz doof gesagt, ne. Dass es nach Europa geht, ultra geil, ultra geil. Aber wenn wir jetzt anfangen bei jeder Niederlage, weil die war ja heute auch ein bisschen unglücklicher dann in dem Sinne, dass ich der Meinung bin, dass wir auch einen Punkt hätten mitnehmen können, mit ein bisschen mehr, ja, klaren Chancen vorne drin, aber durch allein Feldanteile und so weiter und einfach Dominanz auf dem Platz hätten wir einen Punkt mitnehmen können hier. Ich habe jetzt einfach keinen Bock. Nach den letzten Saisons, die waren so scheiße und da hast du über jeden Sieg gefreut und die auch nach jeder Niederlage auch immer wieder zu Recht aufregt, weil scheiß Leistungen waren. Heute war es keine besonders gute, aber auch keine besonders schlechte Leistung so. Hast halt verloren, hast in Gladbach verloren, es passiert auch nicht zum ersten Mal für uns. Keine Ahnung. Ich habe einfach gerade gar kein Feeling in mir drin, um mich jetzt irgendwie künstlich aufzuregen so. Die Jungs spielen eine Wahnsinns-Saison, haben eine Wahnsinns-Hinrunde gespielt, waren heute auch jetzt irgendwie nicht so, dass man sagt, wow, okay, da muss sehr viel angesprochen werden. Die Anfangsphase, ja, aber jetzt kein grundsätzliches Thema. Deswegen, ja, passiert ist kacke, gefällt mir auch nicht, hätte lieber einen Punkt mitgenommen hier. Aber einfach weiter. Nächste Woche Bochum, einfach weiter.